Deutschland ist so unsicher wie nie zuvor, damit Deutschland wieder sicher wird. Und wir haben ein massives Linksextremismusproblem in unserem Staat angesichts der Bilanz, die wir sozusagen Jahr für Jahr feststellen müssen in diesem Phänomenbereich, muss man schon konstatieren, dass sich der Staat langsam lächerlich macht bei der Bekämpfung des Linksextremismus. Damit muss jetzt endlich Schluss sein. Die Lippenbekenntnisse, die wir jedes Mal nach solchen Ereignissen von Politikern der Altparteien hören, die sind ganz offensichtlich nicht geeignet, um das Problem zu lösen. Was wir jetzt brauchen, ist ein konsequentes und ein hartes Handeln. Und genau dazu dienen auch unsere Anträge. Ich darf insofern Bernd Baumann noch ergänzen. Wir hatten ja nicht nur in Berlin Ausschreitungen, wir hatten ja auch Ausschreitungen in Frankfurt am Main und in Hamburg. Und in Berlin als Beispiel, dort will der rot-rot-grüne Senat in der Tat handeln, nur eben in die falsche Richtung. Er will allen Ernstes das Deeskalationsprinzip, dessen Scheitern ja nun mehrfach dokumentiert ist, gesetzlich festlegen lassen. Und er will auch ein Vermummungsverbot aufheben, und zwar in Gänze. Und das ist natürlich der völlig falsche Weg. Man unterstützt sozusagen die eigene Klientel jetzt auch noch oder versucht, das entsprechend umzusetzen. Das Gegenteil ist richtig. Der erste Antrag von uns beschäftigt sich genau mit dem Aspekt der Deeskalation. Wir haben den Beleg mehrfach erbracht, dass Deeskalation bei Staatsfeinden, die nur mit einem Ziel auf die Straße gehen, nämlich den Staat zu provozieren, die Vertreter des Staates anzugreifen, schwer zu verletzen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Eigentum der Bürger. Denken Sie nur an die ganzen linksextremistischen Brandserien im Bereich Berlin, wo Fahrzeuge entsprechend abgefackelt werden. Denken Sie an die Geschichte, wo wir in Sachsen alle zwei Wochen linksextremistische Anschläge auf Baumaschinen und sonstige Fahrzeuge zu verzeichnen haben. Denken Sie auch daran, dass wir Anschläge auf Fahrzeuge hatten, der Bundeswehr an Silvester in Leipzig. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen, wenn es um die Bekämpfung des Linksextremismus geht, jetzt endlich eine klare politische Vorgabe der Nulltoleranz. Niedere Einschreitschwelle, robuster Zwangsmitteleinsatz. Das ist das Gebot der Stunde. Kein Abwarten, bis es zu Ausschreitungen kommt, sondern recht frühzeitig schon reingehen und auch nur den Ansatz von Ausschreitungen unterbinden. Darüber hinaus enthält der erste Antrag noch weitere Elemente. Wir müssen natürlich auch ein klares Signal in das Land senden, dass wir nicht mehr bereit sind, die linksextremistischen Auswüchse in unserem Land hinzunehmen. Das bedeutet, wir müssen für eine dauerhafte Räumung aller linksextremistischen Zentren in unserem Land, die ja nichts anderes als linksextremistische No-Go-Areas darstellen, sorgen. Wir müssen insbesondere auch einrichten eine Verbunddatei Linksextremismus nach dem Vorbild der bestehenden Antiterror- und Rechtsextremismus-Datei, um die Strukturen in diesem Bereich besser aufzuhellen, um unsere Strategie in diesem Bereich noch effektiver zu gestalten. Wir brauchen ein Verbot bzw. Abschalten der linksextremistischen Seite in die media.de, in die media.org. Und als letztes Element, das ich hier noch nennen möchte, aber es sind weitere Elemente im Antrag enthalten, die Prüfung eines Vereinsverbots der Roten Hilfe e.V. Für uns ist nicht hinnehmbar, dass Unterstützer von Linksextremisten auch noch die Gemeinnützigkeit für sich beanspruchen können. Aufgrund der Tatsache, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass Brandanschläge im Bereich des Linksextremismus eine ganz zentrale Rolle spielen, müssen wir uns natürlich auch diesem Phänomenbereich speziell widmen. Und deshalb sind wir mit dem zweiten Antrag plädieren klar dafür, dass wir typische Anschläge linksextremistischer Gruppierungen zukünftig umfangreicher vom 129a StGB erfassen lassen. Also wir wollen das klar als extremistischen Terror definiert haben. Das war schon mal so im Gesetz 129a, die Brandstiftungsdelikte. Allerdings hat Rot-Grün dann in den 2000ern das Gesetz derart verändert, dass die Tatbestandshürden so hoch gesetzt worden sind, dass diese Geschichte in Bezug auf Brandanschläge nahezu keine praktische Relevanz mehr sozusagen aufweist. Und deshalb soll der 129a unter Berücksichtigung der ursprünglichen Strafbarkeitsreichweite überarbeitet werden mit der klaren Zielrichtung, die derzeit geschaffenen Tatbestandshürden zum Zwecke einer praktikablen Strafverfolgung wieder abzusenken. Und darüber hinaus wollen wir auch, dass bestimmte Körperverletzungsdelikte aufgenommen werden in den 129a, wenn sie mit der Zielrichtung erfolgt sind, sozusagen terroristisch einen terroristischen Hintergrund haben. Das halten wir für zwingend erforderlich, die Anpassung des 129a als einen Baustein zur effektiven Bekämpfung des Linksextremismus. Soweit meine Ausführungen. Fragen dazu? Bitte. Ja, heute wird ja auch die politisch motivierte Kriminalstatistik, also die Statistik der politisch motivierten Kriminalität vorgestellt. So rum ist richtig.
Da geht es auch um Straftaten im Kontext der Covid-19-Pandemie und um Delikte, die auch auf diesen Demonstrationen stattfinden. Muss man da eine ähnlich robuste Strategie fahren? Also ich glaube, dass das zentrale Element der Unterscheidung, der Differenzierung beim polizeilichen Einschreiten darin liegen muss, was tut die Gegenseite, mit welcher Motivation agiert sie und was setzt sie letzten Endes um. Und ich darf daran erinnern an die Ausführung des Polizeiführers in Stuttgart, von dem man auch gefordert hatte, weil bei einer Corona-Demonstration die Mindestabstände unterschritten waren, hat man auch gefordert, die Polizei soll dort mit massivem Zwang vorgehen und soll dort sozusagen die Demonstration auflösen. Und er hat glasklar und richtig begründet, warum das der völlig falsche Weg ist. Erstens sind das keine Leute, zumindest die überwiegende Mehrzahl, die keine Gewalt gegen Einsatzkräfte anwendet, die auch nicht irgendwelche Fahrzeuge oder Einsatzfahrzeuge der Polizei in Brand setzt. Das sind in der überwiegenden Mehrzahl ganz friedliche Menschen. Und nur das alleinige Unterschreiten einer Auflage, was ja nichts anderes als ein Bußgeldtatbestand ist, rechtfertigt natürlich nicht in der Verhältnismäßigkeitsabwägung einen massiven Zwangsmitteleinsatz. Im Übrigen dafür erlaube ich mir den Hinweis, wenn Sie mit der Begründung, Sie wollen ein Infektionsgeschehen verhindern, Zwang einsetzen, was aber bei einer Räumung immer eine Personenverdichtung bedeutet und somit eine Erhöhung der Infektionsgefahr, zusätzlich noch durch die Erhöhung der körperlichen Anstrengung, die Atmung wird aktiviert, die Leute sind unter Stress, sie haben einen wesentlich stärkeren, sozusagen wesentlich stärkere Atmung, sie erhöhen durch ein solches Vorgehen massiv die Infektionsgefahr der Beteiligten und deshalb halte ich aus polizeilicher Sicht ein zwangsweises Vorgehen gegen Bürger, die friedlich für ihre Rechte demonstrieren, aber bestimmte Auflagen unterschreiten, für weder geboten noch zielführend, um das klar zu sagen. Anders sieht es bei den linksextremistischen Ausschreitungen aus, die wir hier sehen. Hier tritt die linksextremistischen Störer mit einem klaren Ziel auf, nämlich sie suchen die gewaltsame Auseinandersetzung mit Vertretern des Staates und schrecken dabei auch vor Angriffen gegen Bürger und Eigentum der Bürger nicht zurück. Und wenn diese Zielrichtung klar ist, wenn sie sowieso wissen, dass sie angegriffen werden als Staat, da greift die Nulltoleranz, da greift die niedrige Einschreitschwelle, dort müssen sie solche Ansätze im Keim unterbinden. Das ist der bisherige Fehler in der Gesamtstrategie, dass man sagt, wir warten, wir versuchen durch Deeskalation eine Eskalation zu verhindern und jedes Jahr das gleiche Ergebnis. Es kann nicht funktionieren, weil die Gegenseite auf Deeskalation überhaupt gar nicht anspringt, weil sie nicht gewillt ist, die Umsetzung von Straftaten nicht umzusetzen, sondern sie sucht die Auseinandersetzung. Also klare Differenzierung, wen habe ich dort vor mir, welches Ziel habe ich als Polizei und in dieser Abwägung im einen Bereich Provokation, massiver Angriff, Nulltoleranz, Vorgehen, niedrige Einschreitschwelle, robuster Zwangsmitteleinsatz, im anderen Bereich, wenn es darum geht, lediglich Auflagen durchzusetzen, dort ist die Deeskalation der richtige Weg. Genau, bei Linksextremismus, das habe ich verstanden. Im Punkt, bei dem anderen würde mich trotzdem noch interessieren. Also es gab ja dann, also die Motivation ist ja auch vielen Richtern dann sehr eindeutig gewesen, nachdem klar war, dass diese Demonstrationen durchgeführt werden, um auch diese Auflagen nicht, also die werden nicht eingehalten, dass man das vorab sehen konnte, dann wurden sie auch im Vorfeld teilweise untersagt. Wie geht es Ihnen dann mit den Bildern, wo die Polizei versucht, die untersagten Demonstrationen quasi die Innenstädte zu kontrollieren und dann zurückweichen zu müssen, weil sie dort abgedrängt werden von den Demonstranten, die sich grundsätzlich auch an diese richterlichen Beschlüsse dann überhaupt nicht gehalten haben. Teilweise die Polizisten auch anhusten oder Ähnliches tun. Das kann ihnen ja auch nicht gefallen. Oder wie geht es ihnen da mit solchen Bildern, wo die Polizei zurückweichen muss? Also ich wundere mich ein bisschen über die Frage, weil solange wir Thematiken hatten, Castortransporte, da ist die Polizei auch reihenweise zurückgewichen. Als Gleise besetzt worden sind, als entsprechend hochradioaktives Material mitten auf der Strecke anhalten musste, da hat es komisch, ich habe die Diskussion nicht wahrgenommen, warum die Polizei jetzt nicht mit massivem Zwang vorgeht und sofort dafür sorgt, dass dieses hochradioaktive Material auch in das vorgesehene Endlager kommt. Sondern da hat man ganz klar, das ist ja auch höchstrichterliche Rechtsprechung, es gibt ja Rechtsprechung vom Bundesverfassungsgericht, wonach sie schauen müssen, was habe ich dort? Also sie brauchen diese praktische Abwägung immer zwischen dem, was sie als
Rechtsstaat durchsetzen wollen und zwischen dem, was sozusagen unter das Demonstrationsrecht noch fällt. Und dort können Sie natürlich nicht bei friedlichen Bürgern, die sich dort aufstellen und die keine Gewalt ausüben, können Sie nicht sagen, das ist uns egal, koste es, was es wolle, wir setzen jetzt hier den Rechtsstaat durch. Das wäre völlig undifferenziert und das gilt auch in diesem Fall. Also wenn Sie irgendwo spontan Demonstrationen haben, dann haben Sie auch dort sehr hohe Hürden in Bezug auf die Auflösung eines solchen Demonstrations. Und wenn Sie dann auflösen, müssen Sie immer noch das verhältnismäßig gestalten. Klar ist, dass jegliche Gefährdung, jeglicher Angriff gegen die Polizei, egal von welcher Seite, nicht zu akzeptieren ist. Aber grundsätzlich brauche ich die Unterscheidung, so wie vorher von mir dargestellt. Wen habe ich dort? Fällt es unter das Versammlungsrecht? Ja. Kann ich auflösen? Ja. Wenn ich auflöse, wie löse ich aus? Habe ich eine gewalttätige Menge? Habe ich eine friedliche Menge? Und dann brauche ich andere Mittel, die ich als Polizei einsetze. Dann habe ich es richtig verstanden. Es ist einfach nicht so einfach, dass man sagen kann, Recht wird immer durchgesetzt. So einfach ist es nicht. Recht? Dann drücken wir noch. Jetzt ist es an. So, also, selbstverständlich wird Recht durchgesetzt. Aber Sie müssen sich eben fragen, also diese Differenziertheit, ich verweise da auf die entsprechende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, das ganz klar im Brockdorf-Urteil und so weiter und so fort auch in nachfolgenden Rechtsprechungen klar belegt hat, dass Sie nicht kommen können und sagen können, bei einer Demonstration führt jeglicher Rechtsverstoß sofort zur Auflösung und sofort zur zwangsweisen Auflösung. Das können Sie nicht machen, das würde nicht geltendem Recht entsprechen, sondern Sie müssen bei der Durchsetzung des Rechts den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, der von ganz zentraler Bedeutung ist, immer beachten als Staat. Und das führt zu der von mir aufgeführten Differenzierung. Sie sehen, Herr Schmidt, wir haben erfahrene Polizeipraktiker in unseren Reihen. Martin Hess hat jahrzehntelang in der Polizei gedient, auch in der Polizeiakademie hast du, glaube ich, gelehrt, ist sozusagen wie in Praxis und Lehre und Theorie sozusagen voll in der Sache drin. Danke für die Nachfragen. Gibt es im Internet noch Pressefragen? Ja, bitte. Nein. Eine Frage ist, und zwar, wie Sie die Äußerungen von Frau Baerbock zu den Krawallen in Berlin bewerten. Ja, die Frau Baerbock hat ja gesagt, dass linksextremistische Gewalt unter gar keinen, sozusagen unter gar keinerlei Betrachtung akzeptabel wäre und hat es verurteilt. Und da müssen wir uns halt anschauen, ist so etwas glaubhaft? Und wenn Sie sich anschauen, wie die Vertreter der Grünen hier im Parlament agieren, wenn Sie sich anschauen, wie die in den Länderparlamenten agieren, wenn Sie sich anschauen, dass der Linksextremismus von Vertretern dieser Partei nicht nur relativiert und verharmlost wird, sondern auch ganz offensiv unterstützt wird. Ich darf mal daran erinnern, dass die Frau Künast gefordert hat, dass die Antifa von staatlicher Seite aus noch stärker zu finanzieren sei, hier im Deutschen Bundestag. Dann müssen wir einfach konstatieren, dass die Grünen neben den Linken und neben der SPD mittlerweile leider auch ganz massive Unterstützer, Förderer dieser linksextremistischen Gruppierungen sind. Und ich kann die Aussage von Frau Baerbock nur als Lippenbekenntnis bewerten. Sie hat Ambitionen auf den Kanzler und da ist es halt nicht gut, wenn man der breiten Bevölkerung darstellt, dass man doch auch Linksextremismus verharmlosen würde. Aber das ist nicht glaubhaft. Schauen Sie sich die Äußerungen vieler Vertreter der Grünen an. Dort wird ganz massiv Linksextremismus relativiert und zum Teil auch unterstützt. Insofern ist das meine Bewertung dieser Aussage.